Amulette Kesselgurkenforschung und Anwendung. Diese Gratis-DVD hat ihren Namen vom gleichnamigen Forschungsbericht, Roulette und Physik, dem wohl zurzeit besten und aktuellsten Komplettwerk zum Thema Kesselgurken, Wurfweiten und Kesselfehler von dem weltweit bekannten und hochgeachteten Forscher D. Seltsam Genzi. Vorliegende DVD ist eine mittlerweile recht weit verbreitete Videoaufnahme, HI8, eines Roulette-Kessels. Zu sehen sind 516 Korps an einem gängigen Roulette-Kessel, wie er auch in deutschen und österreichischen Spielbanken verwendet wird. Der Menüscreen führt einen mit sanfter Musik zu den 8 Kapiteln der DVD. Jedes Kapitel zeigt sozusagen eine gesonderte Experimentreihe, denn es wurden auch unterschiedliche Kugeln verwendet, um die verschiedenen Eigenschaften und Effekte dieser Kugeln zu zeigen. Ein Novum unter den Kesselgucker DVD ist hier die Kapitel im Einzelnen. Erstens: Teflonkugel größer als 21 mm kleiner als 0 bis 103. Zweitens: Teflonkugel, schneller Kessel, 104 bis 139. Drittens: Teflonkugel größer als 18 mm kleiner als 140 bis 223. Viertes: Elfenbeinkugel größer als 20 mm kleiner als 224 bis 269. Fünfte: Nylonkugel größer als 21 mm kleiner als 270 bis 302. Sechstens: Ivorene Kugel größer als 18 mm kleiner als 303 bis 364. Siebte: Ivorene Kugel, schneller Kessel, 365 bis 402. Achtens: Teflonkugel größer als 21 mm kleiner als rechts, Absiro, 403 bis 516. Kapitel, Kugelart, Kugeldurchmesser, Korbnummern. Kommentarlos wird die erste Kugel gedreht und man kann nun versuchen, eigene Prognosen zu tätigen als Kesselgucker oder versuchen, Wurfweiten auszuwerten. Besonders Wurfweiten sind hier interessant, denn die Werfer wurden auf einem Kesselgucker-Symposium die Qualitäten einer goldenen Hand bescheinigt. Besonders das achte Kapitel ist hierbei interessant, denn es wurde stets in einer Richtung und immer ab der Zero abgeworfen. Das viel diskutierte Zielwerfen von Kulpiers, also das intendierte Treffen vorher bestimmter Kesselsektoren, sollte hier im Experiment gezeigt werden. Der gefilmte Kessel ist französisch mit nur einer Zero, also europäische Bedingungen. Ein ganz leichtes Flirren und kaum wahrnehmbare Unschärfe deuten auf den Transfer von VHS zu DVD hin. Der eingeblendete Timer mag hilfreich sein bei der Katalogisierung der Korps, ich rät's aber zu einer Stoppuhr in der Hand. Die Tonspur lässt einen die Kugelgeräusche, Kugelsorte je nach Kapitel der DVD, hören. Wer als Kesselgucker aktiv sein möchte, oder einfach mal einen Roulette-Kessel als Hintergrundberieselung haben möchte, der kommt an den 4 DVDs, Roulette-Spiels, von Seltsam Genzi nicht vorbei. Es sind zurzeit schlicht die besten Aufnahmen, die auf DVD existieren. Gefilmt wurde digital, um bestmögliche Qualität zu garantieren. Zudem wurde ein topaktueller John Huxley-Kessel verwendet, um die Effekte auf modernen Low-Profile Wheels zu zeigen. Diese Kessel haben sehr flache Stege und verursachen Summe Kugelstreuung. Der gefilmte Kessel ist französisch mit nur einer Zero. Wie man sieht, ist die Bildqualität glasklar, so lassen sich Kreuzungsnummern einwandfrei identifizieren und dementsprechend Analysen anstellen. Zum Training für Kesselgucker eignen sich die DVDs hervorragend. Auch ein Timer ist vorhanden. Die 4 DVDs im Einzelnen. NO1, der Kessel ist hier nahezu waagerecht austariert. Die Kugel ist eine schwere Teflonkugel. Gedreht wird nur in einer Richtung. NO2, wie NO1. NO3, der Kessel hat hier einen Tilt und die Kugel wird, wie in europäischen Casinos üblich, in abwechselnden Richtungen geworfen. NO4, wie NO3.
Die DVD bzw. die Videos können gratis und kostenlos bezogen werden oder gedownloadet werden bei Deutsches Gambling Fernsehen oder www.gambling-television.com.